Einen Gemarkt-Monitor. Herr Ja. Patel Bahagawar. Ja, der ist bei Telefon. Guten Tag. Guten Tag. Es geht um Ihren aktuellen Strom in der Willy-Brandt-Straße 88 Berlin. Ja, Das ist richtig, oder? der meine Adresse ist. Gibt es Problem? Sie sind ja noch bei Vattenfall, oder? Ja, ist Problem bei Strom? Oder Nein, kann. nein, wir haben neue Tarife reinbekommen, deshalb. Was bekommen? Neue Tarife. Wie viel Euro bezahlen Sie monatlich für Strom? Warte, 100, 110 Europa. 110 Euro? Ja. Okay, wie viele Personen leben Sie zu Hause, Herr Bahagawar? Was meinen? Wie viel Wie Menschen viele bei Wohnung? Personen? Wie viele Menschen bei Genau, Wohnung drinnen? genau. Dann 7. Genau. 7 Personen. Ja, das ist mein mir, Okay, ich meine gucke. Frau, meines Vater und die Kinder, right? Ah, okay, ich Ja. gucke kurz nach. Donut. Sie zahlen 110 Euro? Ja, 110 Europa. Okay, ich gucke nach. Ja. So. Und warum jetzt angerufen? Wir haben hier neue Tarife reinbekommen in Ihren Ortschaft, Herr Bahagawa. Deswegen. Also der optimale Sparanbieter in Ihrer Region ist die Firma Badenova auf Platz Nummer 1. Badewanne? Mit Badenova. Was ist das? Badenova Das Firma, ist right? die Firma. Firma, okay. Genau. Company. Genau. Mit Arbeitspreis 28,11 Cent. Und monatlicher Abschlag 100,76 Euro. Also 10 Euro zahlen Sie weniger für Strom, okay? Und das, also neu anderes Firma Geld geben und anderes Firma nicht so viel Geld Genau. nehmen, right? Genau. Oh, sehr gut, Das sehr ist gut, viel, sehr viel gut. besser. Ja, das ist 10 Europa, sehr viel Europa. Weil Europa ist sehr Genau, wichtig. also. Genau. Gut. Herr Bagawa. Bagavaria, right? Die Adresse ist richtig, Willy-Brandt-Straße 88, Berlin. Der Willy Brandt, sehr guter Mann, right? Okay. So, Herr Bagawa. Du auch von Berlin kommen, meine Bruder? Bist du auch von Ich Berlin? komme aus Hamburg. Hamburg? Oh Hamburg. mein Gott, das ist eine sehr gute Stadt. Genau. Kann man gut Party machen, right? Genau. Genau, Oh, richtig geil Hamburg. oh da bin ich bei Herr eines, Bagawa. wie sage mal, wenn man kommt mit eines Freunden für Hochzeit Party machen, dass wir bei Hamburg fahren, bevor ich meine Frau Heiratung machen und oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist Nice, Reeperbahn, oder? Reeperbahn, oh mein Gott. Das ist Genau. sowas Also, so Herr toll. Bag. Genau, ist so. Oh, Ist so bei aber wie Hamburg da, ist Bombe. aber wie deine Strom von Hamburg bei Berlin kommen? Wie bitte? Wie deine Strom von Das Hamburg kommt. nach Ich Berlin werde ihn. kommen? Also, nein, das ist auch in Berlin. Badenova ist auch in Berlin. Das Berlin? In 10557 Berlin, genau. Stadtwerken Badenova jetzt Die kaufen verkaufen oder? auch in Berlin. Genau, die verkaufen auch in Berlin. Oh, Also das, die geben auch Strom in Berlin. wie das heißen, das, Weil Hauptstadt, normal. das Badenova bei Stadtwerke kaufen, right? Stadtwerke, nichts gute Firma. Nein, nein. Genau, Stadtwerke ist nicht gut. Okay, das ist So, gut. Herr Bagawa, Finde ich gut, wenn du das alle so viel Beste für Geld geben. Sie. Und jetzt, wenn du wenigstens bei Fortour gehen können, weil überall Zombie, weil du, sehr gefährlich und dann viele Menschen viele Strom brauchen und ganz vieles Geld müssen die bei Scheißen Jack Genau. in Stadtwerken geben. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Genau. Oh, Das ist nicht gut. oh, Genau. Herr Bagawa, das Beste ist jetzt für Sie, Sie müssen nichts machen. Das ist jetzt Kundenservice pur. Wir stellen Sie auf den neuen Spartarif um, so Uhr. schnell es geht. Was Sie mit den Uhren? bekommen das schriftlich. Uhrenservice? Sie bekommen das schriftlich. Wie bitte? Hast du gesagt, was mit Uhrenservice? Das Uhren nichts kaputt. Kundenservice pur. Sie müssen nichts machen. Wir machen alles für Sie, okay? Ja, Sie das. bekommen das schriftlich mit der Post an Ihre Adresse Nee, nee, nichts. Du zugeschickt. kann ich nichts Deutsch lesen, musst du mir sagen, okay? Okay, ist auch kein Problem. Also, das ist jetzt Kundenservice pur. Sie müssen auch nichts mehr machen. Ja, das hat er Wenn die jetzt schon auf dreimal Unterlagen gesagt. kommen. Genau, also kontrollieren Sie nur die Unterlagen. Wenn alles so richtig ist,
dann heften Sie das Ganze einfach ab, okay? Könnte Wenn alles so das richtig ist. denn das Unterlagung, das Angebietung, kann man das bei Englisch schicken, weil kann ich nichts Deutsch lesen. Okay, Right? da, Kannst du haben Englisch Sie reden? vielleicht einen Nachbar, der Deutsch kann? Do you Ich speak kann kein English? Do Englisch. you speak English, madam? No, no. No English, madam? Kann No, ich I'm nicht. sorry. Okay, nichts gut. Also, Was Sie verstehen auch gut Deutsch, für oder? Sie Sprache? Ja, das kann ich fast alles Worten gestehen, aber kann ich nichts schreiben und lesen, weil das Hindi eine andere Okay, Sprache. schreiben und lesen. Okay, genau. Also Ja. meine Hauptsprache also ist Türkisch und Deutsch. Oh, Bin ich beiden? Türke. Das sehr gut, sehr gut. Genau, nein, ganz Türke. Ich Gar, kann Deutsch oh. sprechen. Ach so, das ist sehr gut. Werde ich schon immer Genau, ich bei bin Türke. Fernsehen denn immer sagen, dass ganz viele türkische Menschen bei Callcenter arbeiten. Den habe ich nicht gelogen, right? Sind da sehr viele türkische Menschen? Ja, das weiß ich nicht. Also bei uns hier, also wir sind hier kein Anbieter. Das ist nur eine Geberater. Bei uns hier arbeiten nicht so viele Türken. Oh, Sind okay. mehrere Deutsche da. Aber da auch Genau. Deutsche arbeiten? Deutsch natürlich. Deutsche Oh. arbeiten mehr. Die mehr arbeiten. Genau. Ja, die arbeiten, Wie dass bitte? die Deutschen arbeiten, dass wir Geld kriegen, right? Na. Genau. Die Sehr können ja auch gut. viel, viel besser Deutsch. Die Wir Deutschen. ja, wirklich? Deshalb. Genau, die, ja. Ja, du Von bist. 0 bis 100 sind die Deutsch. Ja, bist du Azubi oder du lernendes Deutsch bei Deutschen oder was du machen? Nein, ich bin in Deutschland geboren, bin aufgewachsen und so weiter. Lebe noch in Deutschland, in Hamburg. Ja, das ist aber du bei Firma Ausbildung machen? Genau, ich mache Ausbildung. Ja, right, was das dann Ich das arbeite mit Stundenlohn. mit Kunden? Stundenlohn. Also jede Stunde kriege ich Geld. Stundenlohn. Weißt du, wenn ich bei Arbeit keine Geld kriege, würde ich auch nichts hingehen. Das wäre ja wie Genau, bei das Sklavenhandel. wäre sinnlos. Das ist nichts Genau. gut. Das Angela Also Merkel, Herr alle bezahlen. Da Bhagava. müssen wir eh nicht arbeiten. Genau. Genau. Sehr Also Herr gut. Bhagava, Sie sind gerade zu Hause, richtig? Ja, ich bin bei Badewann. Okay. Sie sind gerade zu Hause. Ja. Okay, wissen Sie, wo Ihre Stromzählernummer ist? Ihre Stromzählernummer. Was denn? Andere Wort, nichts kennende Wort. Strom ist bei Stromzähler. Steckdose drinnen. Nein, nein. Sie haben ja Keller unten, richtig? Ihr werdet Keller haben und Dachboden haben. Und wie Treppe wie bei Unten Harry Potter haben. ist Keller bei euch, richtig? Ja, Keller ist immer Unten ist unten. Keller bei Wenn euch. der Keller oben ist, dann ist der Dachboden, right? Oder ist der Genau, andersrum? also Ihr Keller ist unten oder ist oben oder unten Ihr Keller? Ja, der Keller unten, Dachboden oben. Beide haben. Genau. Okay. Gehen Sie runter bei Keller, Herr Bagawa. Bei Keller Gehen Sie mal gehen. runter, da brauche ich. Genau, ich brauche Ihre Stromzählernummer. Unten bei Keller, Ich das. zeige Ihnen, wo das ist. Du schon bei meinem Haus gewesen? Nein, nein. Woher du dann Ich war noch wissen? nicht bei euch. Aber unten Nein, weil ihre. bei das Keller Waschmaschine drinnen. Okay? Okay, ich weiß, Herr Bagaba, ich habe Sie verstanden. Also, ich brauche von Ihnen Ihre Stromzählernummer. Sie wissen ja, was Stromzähler ist, oder? Nein, Da, wo diese. Strom bei Steckdose drinnen, aber den anderen Wort nichts kennen. Stromnummer, Stromnummer. Stromnummer, das was bei bei den, wie sage man, bei das Uhr drinnen? Bei Genau, bei der Stromuhr? Uhr drinnen ist das. Stromuhr? Genau, Ja, unten ist das, genau. das ist unten bei Dachboden, also oben bei Keller, okay? Okay, können Sie kurz mit mir hochgehen und gucken? Wolltest du jetzt hierher kommen, Weil oder ich was? brauche Ihre Stromuhr, deswegen, Ihr Stromzähler, genau. Willst du jetzt Da hierher bräuchte kommen? ich das Weil einmal. bei einer halben Stunde wir Essen machen. Da musst du vorher kommen. Okay, wir sind auch schon fertig, Herr Bagawa. Nein, nein. Ich und also nehmen Sie Ihre Telefon, gehen Sie hoch. Bei Gehen Keller Sie hoch hoch, oder bei Keller hoch oder bei Dachboden runtergehen? wo die Stromuhr ist, wo das ist. Die ist bei Dachboden im Keller drinnen. Und da soll man Okay, gehen Sie hinlaufen. dann bei Dachboden. Ja? Genau, gehen Sie dorthin.
Ich warte. Kannst du 1 Minute kurz warten, weil liege ich bei Whirlpool drin, dann muss ich Anziehung machen. Also Okay, ich warte hier. Bademantel, einen kleinen Moment, okay? Okay, ziehen Sie sich an. Ja, na, Nicht auflegen, okay? ja kann ich nichts Nackiges bei Dachboden laufen. Okay, Eines Momenten. ich kann warten. Alicia, Okay. Anziehung und dann der Stromuhr bei Dachboden, right? Nimm mir gerade 100 da. Hallo? Ja. Jetzt bei Dachboden bei Keller drinnen gehen, ja? Sind Sie richtig? Ha? Okay, gehen Sie. Nehmen Sie Telefon mit. Telefon mitnehmen, right? Genau, Telefon mitnehmen. Ja, ich Headset haben, ganz gar keine Problem. Weil du musst aber 5 Treppen runtergehen, eines kleinen Momente brauchen, ja? Okay, ich warte. Und das. Gucken Sie, also machen Sie Foto von Stromuhr, okay? Fotostromuhr machen, ja? Aber dann muss ich Genau, auflegen. von Stromuhr. Genau, legen Sie auf, machen Sie Stromfoto, also von Stromuhr. Machen Sie Foto, kommen wieder hoch. Ich rufe Sie in 3 Minuten an, okay? Nee, ich bin schon fast unten. Ich hab schnelles Fußen haben, right? Ach so, okay, wenn Sie schon unten sind, Ja, ich wenn Sie muss. unten sind, sagen Sie dann, ich bin unten. Ja, ich muss nur noch aufschließen, dass alle kaputt wird. Nackbar, Okay. nackt, der immer trinken und dann Schloss kaputt machen. Man kann der nicht sein Fahrrad finden, der Tour treten. Und jetzt ganz großes Problem. Genau. Das ist Benchot. Nix gut. Ja. Und jetzt bei Waschmaschine gucken, ja? Wir sind jetzt bei Keller, richtig? Right. Aber das Uhr bei Wand dran Okay. und das Waschmaschinen. Genau, das U ist bei Wand. Bei Wand U drinnen. ist bei Wand, genau. Uhr ist bei Wand dran und wir das Waschmaschinen dahin stellen. Das muss das wegnehmen. Also, okay, gucken Sie bei Uhr, was bei Wand ist. Sie wissen ja, Ja, das, Stromuhr, wenn du richtig? wir viele Kinder haben, wir 2 Waschmaschinen, die auf einer auf das andere draufstellen, das vor das Uhr stehen. Muss ich das runternehmen? Du Moment warten, right? Nein, nein, nein. Okay, Warum? Aber ich warte dann. sonst kann ich nicht, kann nichts durch, Okay. ich kann nicht durch das Waschmaschinen gucken. Okay, ich gucke, ich warte, Ja, musst okay. du warten. Ich Sonst kann warte. ich das nicht machen. Okay. Okay, ich warte, kein Problem. Okay, du noch da? Da, ja, bin ich. Right, das Sie sehen jetzt. Waschmaschine runternehmen. Jetzt kann man bei Uhr gucken. Okay, haben Sie runtergenommen? Soll ich dir den Zahl geben? Was stehen bei den Uhr drinnen? Genau. Ja, hat du Genau, Scheiben? Herr Bagawa, ganz kurz, ganz kurz. Bei dieser Uhr ist ein Barcode, richtig? Sie sehen ja diese Barcode. Barcode? Nicht Genau, da wo die Striche sind. Balkon ist oben, nichts Balkon bei Nein, Dachboden haben. Barcode, Barcode, Barcode. Wo man einkaufen geht, bei Kasse macht es ja Beep. Dieser Barcode da. Ne, ich nichts nichts Scangerät haben, keine haben, das ist bei Supermarkt drinnen. Okay. Sagen Sie mir die Nummer von Stromzählernummer. Ja, das ist 1, 3, Ja. 5, 3. 5. 7, 7. 6, 6. 8, 8. 5, 5. 7, 7. 4. 4. Und das letzte Zahl jetzt gleich eine 3. Jetzt ist gerade noch ein 2 drinnen, aber das sich ja bewegen. Okay. Herr Bagavar, right? Bagavar. Bagavar. Okay, Herr Bagavar, bei dieser Stromuhr sehen Sie doch ein Barcode, richtig? Ein Sch Barcode. Ja, Gucken Sie. das was die bei Supermarket bei an Kasse bei deiner Kopf werden, Genau, right? genau, genau.
Genau. Gut. Und entweder bei oben bei Barcode oder unten bei Barcode steht Stromzähler. Ja, das, Gucken Sie mal Stromzähler. das ein Zettel ist von Hausgemeister geschrieben, Stromzahler Bagawar, right? Und dann kommt es. Genau, sagen Sie das. Ja. Genau, Stromzahler Bagawar. Ja, Genau, das sagen Sie die Nummer. habe ich gerade gemacht. Und jetzt musst du sagen, welches letztes Zahl willst du schreiben? Weil jetzt ist gerade ein 3, aber gleich ist ein 4 geworden. Weil das ja immer, wenn man Strommaschine anhaben, dann muss man ja bezahlt machen. Also, Herr Bagawar, da wo Kribundi. Stromzähler Bagawar steht, Ja, da wo ich dir nur mal Stromzähler lesen. Bagawar steht, Soll ich noch mal lesen? sagen Sie? Also, die Stromzähler, da muss entweder oben bei Barcode oder unten bei Barcode Stromzähler stehen. Ja, ich dir gerade Stromzählernummer. gesagt, oder du andere Nummer. Okay, sagen Sie die nochmal? Ja, 1, 3, 5, Ja? 7, 6, 8, Ja. 5, 7, 4. Und Ja. jetzt ist den letzten ist ein 5 jetzt Okay, gerade. ich habe Sie verstanden. Okay. Okay. So, haben Sie eine Handynummer, Herr Bagawa? Der Handy kaputt, ist nur fest Nummer haben bei ein Wochen. Festnetz haben Sie. Okay, haben Sie eine E-Mail-Adresse, wo ich Ihnen eine E-Mail rausschicken kann? Ja, aber da kann ich nichts gucken, weil Telefon kaputt. Ach so, okay, haben Sie nicht bei Frau oder Handy, Frau Nummer Handy? Oh, das. Entweder muss ich Ihnen SMS schicken Wenn du. oder E-Mail. Was ist für Sie besser? Ja, wenn du nichts Handy kaputt, kann man nichts Smart Messaging Service nutzen, kann man nichts E-Mail gucken, weil du bei uns in Indien, da ist das so, da darf die Frau, da darf kein Telefon selber haben. Die muss bei Dorf kommen, wenn das will, Telefon machen. Okay, haben Sie zu Hause gerade oben bei Familie? Keine Handynummer. Nein, ich dir sagen, bei dreimal Handy kaputt, das Reparatur machen bei Mechanik. Du verstanden? Okay. Herr Bagawa, Bagawa, Ihre Frau ist zu Hause, richtig? meine Frau bei Fabrik arbeiten. Ach so, in Deutschland, oder? Ja, das Schuhe machen, meine Frau Schuhe machen. Ach so, Für den okay. Herr Doktorschuh Bagawa, machen. Willst du Doktorschuh kaufen, ach so. weil sehr gut weiches Fuß haben? Dann kannst du Doktorschuh kaufen bei meine. Okay. 30 Okay. Europa, weil du mache Herr ich dir gut. Bagawa? Bitte, du bitte wie meine Bruder. Ich will dir gute Preis geben. Okay. Ich gucke dann nach, okay? Was willst du gucken? Dann gucke ich. Die Schuhe gucke ich dann nach. Ja, kann du, Wenn mir kann du, gefällt, dann kaufe ich. ja, kann du dein Adress bei meine geben, kann ich dir schicken machen. Bei DPD. Ich rufe. Okay, ich sag dir gleich, aber kannst du kurz hochgehen zu Hause? Du kannst jetzt wieder hoch. Kann ich wieder, aber sehr muss Wasche noch bei Maschinen rausnehmen. Was muss ich machen? Okay, machen Sie dann Waschmaschine wieder normal. Ich Ja? warte. Nee, ich muss das Ich warte, genau. ja, was muss ich oben machen? Weil muss ich Maschinen wieder hochstellen und muss ich das Wäsche rausnehmen, Okay, Wäsche hochtragen und aufhängen. okay, Herr Bagawar, hat Mama, Papa kein Handy, Das normales Handy? 93 Jahre alt, das nix Telefon haben. Kann man froh sein, dass die noch leben. Oh, okay. Also haben Sie vielleicht Kinder zu Hause? Ja, oder? Ja, das Kinder haben Kind, Sie. Kinder bei, es am Montag, Kinder bei Schule bringen. Was ist mit meinen Kindern? Ich das Stromvertrag geben, nix das Kinder. Haben Ihre Kinder Handy? Normales Nein, Handy? das ist verboten, right? Das den Ach heilige so, den weil also du ihr. weil du das heilige Kuh, das sage nichts das Teufeltechnik machen, nicht das nur haben wir die Firma dürfen. Ach so, okay, wann ist Ihre Frau zu Hause, Herr Bagawar? Das jetzt bei heute Abend kommen. Was mit meiner Frau? Da brauchen wir ja Ihre Handynummer. Meine Ich muss Frau, Ihnen eine ich SM. dir schon sagen, die Frau darf keines Telefon haben. Das Teufelwerkzeugen, right? Von Satan. Right. Ach so. Okay, also Frau Wann? hat kein nur Handy. Nee. Und wann du hierher kommen? Weil ich habe den ganzen Tag bei Keller stehen. Nichts gut. Krank werden.
Okay, machen Herr Bagawa, wann haben Sie wieder Ihren Handy wieder? Wann ist das wieder da? Das heute Morgen bei Mechanik im Ringen, der sagt, musst du eine Woche brauchen, weil der muss das, wie man sagt, bei Deutschland, den Kabelasch muss der kaufen Genau, und Kabel. bei Ach. Handy drinnen machen. Weil das, weil du meine kleine Sohn, den kleine Kind, nichts Baby, aber auch nichts groß, und der das bei Mund nehmen. Weißt du? Nicht gut. Okay, Gar nicht gut. Herr Bagawa, haben Sie. Okay, ich rufe Sie dann in einer Woche nochmal an, dann tragen wir Ihre Handynummer hier rein, okay? Und dann, wann du bei einer Woche wieder anrufen und dann wieder bei Keller gucken. Genau. Ja? Nein, nein, Sie müssen nicht mehr Keller gehen. Sie müssen nicht mehr Keller gehen. Ich habe schon alles genommen. Ich brauche nur Ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer, was für Sie besser ist. Ja, aber weil du. Aber Ihr Handy ist ja kaputt. Ja, right. Ich rufe dann in einer Woche wieder an, Ja, wenn musst Handy du. zu Hause ist bei Ja, Ihnen. denn wenn der zu Hause ist. Aber weil du irgendwie das Nummer sagen, aber jetzt hinten, wir sagen 4, jetzt schon ein Akte geworden. Letztes Nummer ja Wie immer. bitte? Letzte Nummer bei Nummer ja immer anders werden. Soll ich jetzt jedes Mal anrufen, wenn das andere Nummer Okay. gekommen? Nein, 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 ich habe schon gemacht. Also Sie sind ja noch bei Keller, richtig, Ja, Herr Bagawa? ne, gerade das Okay. Ziegestreichelung machen. Okay, Herr Bagawa, bei den Stromuhr, bei Stromuhr Ja. ist ja ein Barcode. Sie sehen ja bestimmt ein Barcode, richtig? Barcoding. Genau. Barcoding? Barcode. Ja, ich habe keine Scanner hier haben. Genau. So, ich sage Ihnen jetzt, was Barcode ist. So, Barcode ist so jetzt. Bei diesen Uhr, was Sie mir gesagt haben, ist ganz unten so schwarz-weiß Striche. Da ist Barcode. Sie sehen ja, was Barcode ist, oder? Den, wie heißt den, Haben Sie? das mit das Klingel dran. Ja, right? Nein, bei diesem, Sie sehen ja Ihre Stromuhr, richtig? Also Stromzähler. Stromuhr ist da, ja, right. Das, ja. Genau. Und diese Nummer, was Sie mir gesagt haben, ist falsch. Sie müssen mir Stromzähler sagen. Was Das machen? ist o bei Barcode. Barcoding, das Nummer, also eines kommt, eines dicken, großes Strick, dann drei kleine kommen. Genau. Dann wieder, Genau. stopp, stopp, Diese Nummer. stopping, dann eine, wieder eine große kommen, dann ein fast große und Genau, ein das ist. sehr kleine kommen. Hat du aufschreiben? Genau. Das ist Barcode, genau. Barcode, ja, Bei ich dir sag Barcode nicht. oben. Ich dir sagen, du aufschreiben. Die Hallo? Nummer, oder? Eine große streichen, drei kleine streichen. Okay. Dann eines großen Das ist Streich. nicht. Nein, 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 Madelmanzer. das ist. Das. Hör du, soll ich lesen oder soll ich nicht lesen? Herr Bagawa, Sie wissen nicht, was Barcode ist, richtig? Nein, nichts wissen. Du mir sagen, ich dir Nummer sagen, du Barcode? nichts gut. Ich dir Strich sagen, auch nichts gut. Genau bei Strich oben. Genau bei Strich oben ist Strick eine unten, Nummer. Strick Oder unten, unten. Strick ganz unten, aber auch oben einen Okay. Strich geben. Okay, sagen Sie Und mir bei Strich Strahl unten die Nummer. und auch Straßenstrich geben, aber das ist egal, oder? Das ist egal. Sagen Sie mir nur die Stromzähler. Da steht entweder Eigentum der Anbieter oder Stromzählernummer muss da Bei stehen. den Schilder Familie Bagawa draufstehen. Sie haben mir doch gerade eben Stromzähler gesagt. Right. Richtig? Ja. Stromzähler Bagawa. Ja. Genau. Warte, Und bei stopp, warte. unten? Meine Sohn gerade Ja? nach Hause kommen, der sehr gut Deutsch reden. Kann der bei deinem Telefon kommen? Genau, okay, gerne. Wann ist Ja. der zu Hause? Der gerade bei unten reingelaufen. Ich hinterherkommen und das bei dir geben, okay? Okay, Eine, machen wir warte, so. warte, Ich warte. rufe dann in. Hey du, warte, warte. Ah. Hier, Telefon. Das Stromuhr-Dramatiker. Ach, ja. Hallo? Hallo, guten Tag. Ja, hallo, hier ist der Patel. Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Mein Name ist Mert Demir.
Herr Bagawa, sind Sie der Sohn, oder? Ja, ich bin der Sohn. Wie kann ich denn helfen? Mein Vater Genau. sagt, er hat sie nicht verstanden. Genau, also weil ich melde mich wegen Ihrem Strom, Herr Bagawa. Sie wissen ja, was Stromzähler ist, oder? Ja klar, das ist das Den Ding, Stromzähler. was den Strom abrechnet, nicht wahr? Genau. Oh toll. Genau. Ja. Und da bräuchte ich einmal die Stromzählernummer. Sie wissen ja auch, was Stromzählernummer ist, oder? Ich bin doch nicht Wissen blöd. Sie? Natürlich weiß ich das. Weswegen rufen Sie denn an? Genau. Mein Vater sagt, er hat überhaupt Super. nichts verstanden. Sind Sie von Stadtwerken? Es geht. Wie bitte? Nein, ich bin von Energiemarkt Monitor. Es geht wegen Ihrem Strom. Es geht Weil wegen der. unserem Sie Strom. Und zahlen ja was ist denn Monat. mit dem Strom? Genau. Also, ich habe mit dem Papa alles schon gesprochen. Der zahlt gerade 110 Euro für 7 Personen. Und er wollte günstiger den Strom haben. Und wir haben das bis zu 100 Euro runtergeschrieben. Okay. Also, Sie werden dann monatlich 100 Euro zahlen. Und ich werde Ihnen hier schriftlich alles so und so rausschicken. Da können Sie auch in Ruhe nochmal durchlesen. Aber dafür bräuchte ich nur die Stromzählernummer. Das ist ja entweder oben bei dem Barcode bei dem Stromzähler Ja. oder unten bei dem Auch Barcode. und dann Können Sie mal zahlen und dann das bitte zahlen kurz wir nachgucken? weniger, dann werden wir weniger bezahlen. Genau. Oh, das ist toll. Wo Genau. haben Sie denn Der unsere Papa wollte Telefonnummer das her? so. Wie bitte? Ich habe gefragt, wo Sie unsere Telefonnummer denn her haben. Also vielleicht haben Sie sich ja für ein online vielleicht was bestellt, da waren die AGBs, haben Sie vielleicht akzeptiert. Deshalb rufen, haben wir die Nummer. Und wie war Ihr Name? Energiemarkt Deshalb. Monitor? Genau, aus Hamburg melde ich mich. Merk dem mir mein Es Name. ist ja toll, dass ich gerade noch nach Hause gekommen bin. Ich habe bei mir auf dem Telefon gerade mal Ihren Genau. Firmennamen bei Google eingegeben. Da steht überall, dass es betrügerische Anrufe sind, was Ihre Firma macht. Warum rufen Sie denn meinen Vater mit sowas an? Das finde ich ja gar nicht nett. Was haben Sie reingeschrieben? Im Internet steht überall Vorsicht vor dieser Telefonnummer, betrügerische Anrufe. Warum machen Sie denn sowas? Das finde ich überhaupt nicht in Wir Ordnung. arbeiten, nein, ich bin hier ein Energieberater. Ja, das steht hier auch, dass die Wie das soll immer ein Strom sagen. eine Verarsche sein? Ja, das finde ich aber überhaupt Wie nicht soll ich. freundlich. Ja, hier steht, den Leuten würden ganz tolle Preise versprochen und dann wäre das hinterher viel teurer. Die heilige Kuh wird ihre Rache an euch nehmen. Sowas kann man doch nicht machen mit armen Menschen. Herr Bagawa, wir arbeiten hier mit Bencho. mehreren Anbietern zusammen. Ja, das steht hier auch. Hier steht Verstanden? quasi, hier steht, was heißt hier verstanden? Wie redest du denn mit deinen Kunden? Der hat mal ein bisschen Respekt, mein Junge. Was ist denn da Okay, los? Herr Bagawa, sagen Sie mal, was da im Internet drin steht. So, Was lesen Sie denn gerade? ich lese jetzt gerade auf der Seite des Okay. Verbraucherschutzes, Vorsicht ist geboten. Erneut haben Kunden sich Ja. gemeldet, dass eine Gesellschaft unter dem Namen Energiemarktmonitor Privatpersonen anruft und gezielt nach Konditionen des aktuellen Stromvertrages fragt. Und dass die angegebenen Preise überhaupt nicht stimmen. Und dass es im Durchschnitt eine Preiserhöhung von 18% gibt. Oder lügt der Verbraucherschutz? Ich finde die total heiß, die da arbeiten. Die finden Sie sehr heiß, oder? Ich finde die Wie so kann das total sein? Wir heiß. arbeiten hier mit 100. Wir arbeiten auch hier mit mehreren Anbietern zusammen. Oh, das ist toll. Möchtest du mal meinen Otter Okay. streicheln? Alles klar, Bagaro. Wieder und ciao. Verschwinde, such dir ordentliche Arbeit. Oh mein Gott, meine Sohn, sehr gut, das kann der Deutsch lesen. Weil du sehr wichtig, gutes Integration zu machen, kann man Sprache machen, kann man lesen machen. Der Typ, der kann gar nichts machen. Nichts arbeiten, nichts schreiben, nichts lesen und wahrscheinlich auch sonst nicht viel.